Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Update von uns. Die kleine Motte liegt hier neben mir und grinst sich einen ab. Und ich dachte mir, wir präsentieren euch jetzt einfach mal wieder ein Baby-Update. Was ist so im dritten und im vierten Monat bei uns passiert? Wie hat sie sich entwickelt? Sie ist nämlich morgen genau 4 Monate alt und ich finde, das passt natürlich dann perfekt, wenn wir dann mal wieder ein Update drehen. Die Kleine ist schon ganz, ganz aktiv, aber mehr erfahrt ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Also, grinsen kann sie schon mal richtig gut, aber das habe ich euch ja schon beim letzten Update erzählt. Ich verlinke euch das letzte Update auch nochmal hier oben. Könnt ihr dann nochmal vorbeischauen. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was eure Kinder schon können. Ich meine, jedes Kind ist zwar anders von der Entwicklung und ein Kind lernt vielleicht das andere früher und das andere etwas später. Aber ja, mich interessiert es total, was eure Kinder so können und wie alt sie sind. Schreibt es also gerne in die Kommentare. Und jetzt geht es erstmal weiter mit meiner Tochter. Ja, wie gesagt, sie liegt hier neben mir. Also falls mal das ein oder andere Geräusch kommt, verzeiht es uns. Denn die Kleine ist, wie gesagt, schon sehr, sehr aktiv. Und ist gerade ausgeschlafen und glücklich, voll gefuttert und ja, glücklich. So, und jetzt fangen wir an. Also wie gesagt, die Kleine ist jetzt morgen 4 Monate alt und jetzt bereits schon 17 Wochen. Das ist ja immer so ein kleiner Unterschied, ne? Also wenn ein Kind 16 Wochen ist, ist es nicht direkt 4 Monate alt, sondern es ist halt immer so ein Unterschied. Und genau, sie ist also morgen 4 Monate alt und schon 17 Wochen. Fangen wir an mit dem dritten Monat, würde ich sagen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben auf dem Handy, vom dritten bis zum vierten Monat alles runter. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an im dritten Monat natürlich, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Im dritten Monat war sie 56 cm groß und hat gewogen 4,6 Kilo. Da waren wir wieder beim Kinderarzt und da habe ich die ganzen Daten her. Hier zu Hause messe ich sie auch eigentlich fast täglich. Und genau, wiegen tun wir sie aber nicht. Aber genau, am Anfang des dritten Monats hat sie eben 56 cm gehabt und 4,6 Kilo. Zu dem Zeitpunkt sind wir schon gewechselt auf die Windelgröße 2. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Update schon erzählt habe. Aber ja, da haben wir Windelgröße 2 getragen. Auch nicht lange. Ich glaube, wir haben nur 2 Pakete getragen. Und jetzt sind wir bei Windelgröße 3. Schon seit einem Monat, glaube ich. Also Ende dritter Monat waren wir schon bei Windelgröße 3. Und die tragen wir jetzt auch immer noch, aber ein Wechsel zu Windelgröße 4 ist noch nicht in Sicht. Also es passt noch alles sehr, sehr gut. Dann, was ich auch gesehen habe, ist, dass ja, der Spielbogen immer interessanter wurde im dritten Monat. Und wir den jetzt auch eigentlich immer haben. Also die Kleine, der war ja schon immer unten im Wohnzimmer, aber jetzt lege ich die Kleine sehr, sehr oft darunter. Und sie greift die Sachen auch schon richtig, hält es richtig fest und sie... fest das so an, also sie ja, haut da eben so gegen, dass sich das die ganze Zeit bewegt und wir haben da auch 2 so kleine wir haben das Glocken dran, genau, und da haut sie immer total doll gegen und da findet sie es total toll, wenn sich das bewegt. Wir haben 2 Spielbögen, einmal einen so aus Holz, so richtig schön mit so 3 Anhängern und einen so aus Stoff, so diese typischen, ich glaube, die kennt ihr. Von dem sind wir jetzt nicht so begeistert, sie findet ihn einfach total uninteressant. Sondern diese aus Holz, den mag sie wirklich total gerne und ja, da lege ich sie auch einfach total gerne drunter. Und sie mag das total gerne, ne, du kleiner Spatz? Oh. Baby sorgt für Outtakes hier. Gut, dann geht's hier weiter mit Kotzfleck. Oh Gott, wie süß. Also, du bist immer noch ein Spuckbaby, ne? Du bist immer noch ein Spuckbaby. Ja, relativ schnell habe ich dann die Größe 56 aussortiert und die Größe 62 ist in den Schrank gewandert. Das ist auch so ungefähr Mitte des dritten Monats so passiert, dass wir da in 62 gewechselt haben. Gott, wie süß. Und was dann auch ganz, ganz schnell passiert ist, dass sie sich die Augen gerieben hat. Also sie hat wirklich, sie geht jetzt mit den Händen so in die Augen, wenn sie müde ist und reibt die Augen. Das ist so unglaublich süß. Und als ich das erste Mal gesehen habe, oh mein Gott, mein Mama-Herz. Das war so süß, wirklich. Und das macht sie jetzt wirklich immer, wenn sie müde ist, reibt sie sich so die Augen. Total goldig anzusehen. Erzähl mir mal über dich. Ja, erzähl mir mal über dich. Ja, ich habe ja gerade schon den Spielbogen erwähnt und jetzt fängt es auch immer mehr an, wirklich, dass sie schon so Greifringe richtig schön in die Hand nimmt und
überall drauf rum kaut, wirklich. Sie kaut überall drauf rum. Aber es geht erstmal ums Greifen. Also sie greift wirklich schon richtig fest die Dinge. Und wir haben auch so einen O-Ball, der rasselt so ein bisschen. Der hat halt ganz, ganz viele Löcher, wo die kleinen Finger halt so reinpassen. Die nimmt sie auch immer und wirft den weg. Also das ist immer ganz lustig. Den habe ich am Wickeltisch. Immer wenn ich sie wickel, gebe ich ihr den in die Hand, damit sie einfach ein bisschen Beschäftigung hat. Und den nimmt sie immer so und dann wirft sie ihn weg. Vom Wickeltisch runter oder ganz komplett durch den ganzen Raum. Also, das ist immer ein Spaß. Deswegen haben wir auch mehrere Spielzeuge am Wickeltisch. Wenn der nämlich weg ist, dann ist er weg, sozusagen. Ja, aber sie greift wirklich schon richtig fest. Wie gesagt, auch den Spielbogen. Oben, da haben wir so einen kleinen Holzvogel dran. Da passen so zwei Finger durch von ihr. Den zieht sie immer so runter dann. Ihr seht ihr die Kleine mal. Die ist also schon echt ganz schön groß geworden. Hat auch schon richtig viele Haare bekommen. Und zwar immer noch rot. Schöne rote Haare hast du bekommen, ne, mein Schatz? Ja, und ist wirklich echt ein Riese. Hier so groß geworden, bist du schon. Ganz, ganz groß geworden. Ja, was dann auch schon relativ früh angefangen hat, ist das Erzählen, Brabbeln, Quasseln, wie ihr das auch immer nennen wollt. Ja, dass sie einfach drauf los brabbelt, wenn sie irgendwas sieht. Oder wenn man mit ihr spricht, dann quasselt sie auch wirklich zurück und erzählt auch ganz, ganz viel. Und auch wenn sie allein im Laufgitter liegt, dann erzählt sie einfach. Und das hat sie auch ganz, ganz früh schon gemacht. Also so, ja, 3,5 Monate, glaube ich, auch. Also so ist es jetzt auf jeden Fall hier in meinem Zettel eingetragen. Da hat das so richtig stark begonnen. Also klar, vorher hat sie immer mal so einen Ton von sich gegeben, aber so richtig quasseln. Agu zum Beispiel ist so ein Wort von ihr. Dann habe ich euch im letzten Update ja auch das Wort Copes gezeigt. Dabei habe ich ja sogar euch vorgespielt, sozusagen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Da war das Wort Copes ganz interessant für sie. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass sie richtig viel erzählt. Also dieses richtige Erzählen und Quasseln. Und nicht nur dieses Töne von sich geben. Ja, was sie auch schon richtig gut kann, ist den Kopf heben. Das hat sie ja schon. Uff, mit 2 Wochen haben wir das ja schon immer schön trainiert und sie immer auf den Bauch gelegt. Und das macht sie schon wirklich richtig, richtig gut. Also sie stützt sich auch schon so hier auf den Unterarm so richtig ab und guckt dann so durch die Gegend. Und ich lege dann immer so ein Spielzeug vor sie hin, vor sie in, ja. Und da fässt sie ihn auch schon immer so hin und spielt damit. Aber sie mag die Position nicht so lange. Also sie höchstens 5 Minuten, dann hat sie keine Lust mehr, dann möchte sie wieder umgedreht werden, weil sie einfach nicht vorankommt oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall mag sie die Position nicht so lange, aber sie kann den Kopf wirklich sehr, sehr gut heben und auch schon sehr, sehr gut halten. Also wenn man sie auf dem Arm hat, braucht man den Kopf überhaupt nicht mehr stützen. Das macht sie alles von alleine. Und genau, das klappt schon ganz, ganz gut. Ja, dann hat sie sich auch Mitte des 3. Monats das erste Mal gedreht. Und zwar war das hier direkt im Bett. Ich habe sie hingelegt auf den Rücken. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, da lag sie auf dem Bauch. Das ja, hat mich sehr überrascht. Da habe ich natürlich auch direkt aufgeschrieben dann. Ihre erste Drehung, wie gesagt, so Mitte des 3. Monats. Also 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr nach dem 3. Monat. Und jetzt ja, dreht sie sich eigentlich auch. Wenn man sie auf dem Rücken legt, legt sie sich immer auf die Seite direkt. Und manchmal fehlt nicht mehr viel und dann dreht sie sich eben auf den Bauch. Also, die macht das noch nicht so oft, aber wenn die Situation stimmt und ihre Laune gut ist, dann dreht sie sich auch schon von ganz alleine immer auf den Bauch. Genau. Und so allgemein, wenn man sie gerade hinlegt, dann dauert es nicht lange, dann liegt sie komplett andersrum. Also, das kann sie auch schon, macht sie auch schon sehr, sehr gut. Genau, aber eben das auf dem Bauch drehen macht sie auch schon sehr, sehr gut. Ja, dann hatten wir ein paar Tage, wo ich wirklich am Verzweifeln war. Und zwar hat sie die Brust nur angeschrien. Und viele auf Instagram haben mir geschrieben, das ist die Brustschreiphase. Aber ja, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Deswegen wollte ich das jetzt nicht darauf festlegen. Aber ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass wir eben diese Phase hatten. Also, dass sie einfach sehr, sehr oft die Brust angeschrien hat. Und die ganze Zeit an der Brust sehr, sehr geschrien hat. Immer wieder abgedockt ist, geschrien hat. Und ja, da dachte ich auch echt, die Kleine möchte abstillen. Aber jetzt klappt es wieder wunderbar. Ne, aber zum Stillen komme ich nachher nochmal. Ja, und dann war die Kleine auch ganz, ganz ratzfatz 59 cm groß. Ja, auf Instagram nehme ich euch ja ein bisschen durch meinen Alltag mit. Auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen. Da heißen wir Maggie-YouTube. Und
Ja, so heißen wir da, ne? So heißen wir da. Da nehme ich euch immer so ein bisschen durch meinen Alltag mit. Und die Kleine schläft morgens immer von 8 bis jetzt heute bis um 1:30. Und das ist sozusagen ihr Mittagsschlaf. So nenne ich den einfach, weil er eben für mich über den Mittag geht. Viele sagen immer Vormittagsschlaf, was der Geier. Ich nenne ihn einfach Mittagsschlaf jetzt. So, fertig, Ende aus. Und ja, da werde ich immer gefragt, ob das denn wirklich so ist und wie sie das macht und wie wir das machen. Und ja, wir stehen morgens eigentlich auf, ungefähr so um 7. Und da fährt der Papa nämlich auf die Arbeit und dann stehen wir auf. Dann albern wir noch so ein bisschen hier rum im Bett. Dann mache ich sie langsam fertig und also wickel sie, ne, mach sie frisch und so. Und dann ziehe ich sie, ja, mache ich sie frisch. Dann ziehe ich mich an. Mach mich fertig und dann gehen wir runter ins Wohnzimmer und dann ja, sagen wir Opa hallo, Oma hallo. Und dann albert sie manchmal noch so ein bisschen mit Opa rum und guckt ein bisschen raus. Aber sie möchte dann auch relativ schnell die Brust und an der Brust schläft sie dann immer ein. Also heute hat sie zweimal die Brust gebraucht. Also ich habe sie einmal links gestillt. Dann wurde sie ganz, ganz quengelig. Dann habe ich sie kurz auf den Arm genommen, ein bisschen mit ihr rumgelaufen, habe sie dann nochmal rechts gestillt und dann ist sie direkt eingeschlafen. Dann habe ich sie in die Federwiege gelegt und dann ist sie auch eingeschlafen. Hat jetzt, wie gesagt, bis um 12:30 geschlafen und hat dann nochmal eine Brust bekommen. Und jetzt ist sie hellwach und schaut hier die ganze Zeit rum. Die macht sie auch wirklich jeden Tag. Gestern hat sie ihn nicht gemacht. Und das merkt man schon. Also sie ist dann wirklich den ganzen Tag quengelig. Sie braucht diesen Mittagsschlaf wirklich. Wir waren gestern um die Uhrzeit, wo sie eigentlich den Mittagsschlaf macht, unterwegs. Und unterwegs schläft sie nie. So, vielleicht ist sie jetzt glücklicher. Ist ein bisschen quengelig. Ihr steckt den Finger nicht so tief rein, Bibi. Also, sie braucht diesen Mittagsschlaf wirklich, weil sie sonst echt total quengelig ist. Und unterwegs schläft sie einfach nicht. Und deswegen schieben wir eigentlich alle Termine, die wir haben, immer auf den Nachmittag, damit sie eben diesen Mittagsschlaf gemacht hat und dann glücklich ist für den Tag. Also wirklich, sie braucht wirklich diesen Mittagsschlaf. Und gestern hat sie nicht gemacht, hat dafür aber auch dann die letzte Nacht durchgeschlafen, was sie so K.O. war. Ja, zack, zack, tragen wir seit 2 Wochen die Windelgröße 3. Also es ging wirklich ganz, ganz schnell. Windelgröße 2, wie gesagt, brauchten wir nur 2 Pakete, glaube ich. Und die hatte ich sogar da, also die haben wir geschenkt bekommen. Und da haben wir gar keine gekauft. Und jetzt tragen wir die Windelgröße 3. Da ist jetzt die komplette Windeltorte schon aufgebraucht, sage ich mal. Und da müssen wir heute auf jeden Fall Windeln kaufen, weil die sind echt komplett leer. Ja, was sie jetzt, glaube ich, auch ganz oft mitbekommen, sie hatte die Finger immer und überall in dem Mund. Also das ist schon seit 2, 3 Wochen total krass, dass sie wirklich ihre Finger und alles, was sie hat, ganz besonders hier diese Spucktücher, nimmt sie immer in den Mund und alles, was sie irgendwie zu fassen kriegt, nimmt sie in den Mund. Und den Übeltäter habe ich vor 3 Tagen entdeckt. Und zwar bekommt sie hier unten den ersten Zahn. Also da guckt schon so eine ganz kleine weiße Spitze raus. Das ist auch ganz hart. Also schon, würde ich jetzt sagen, der erste Zahn. Eben auch, weil sie die letzten Tage sehr, sehr quengelig ist und auch wenig schläft in der Nacht. Habe ich mir sowas schon gedacht und dann hat er uns einmal vor 3 Tagen beglückt, der erste kleine Zahn. Und deswegen nimmt sie auch wirklich alles in den Mund. Ich habe auch so einen Greifring, der hat so ganz viele Strukturen drauf, den findet sie ganz toll und kaut da ganz viel drauf rum, weil der eben so ein bisschen massierend wirkt. Und genau, den kann ich euch auch nur empfehlen. Der ist ganz, ganz klasse. Und wie gesagt, also der erste Zahn ist auch schon da. Ja, jetzt kommt es also zu den Dingen, die wir jetzt so die letzten Wochen entdeckt haben. Und ich finde wirklich, sie ist in den letzten Wochen sehr, sehr aktiv. Also es verändert sich, die letzten 2 Wochen hat sich so unglaublich viel verändert. Sie ist so schnell gewachsen. Wir tragen jetzt Größe 68, weil sie bereits 66 cm groß ist. Und ja, sie wächst also unglaublich schnell und sie entwickelt sich im Moment, also jetzt, wirklich jetzt, wo ich hier das Video drehe, entwickelt sie sich so schnell. Also die letzten Wochen passiert total viel. Wie gesagt, Größe 68 tragen wir jetzt. Und ihr merkt ja auch schon, sie ist sehr aktiv. Sie möchte immer was erleben, immer dabei sein. Immer Finger in den Mund und Spielzeug überall. Ja, die U4 hatten wir natürlich auch schon. Und bei der U4 war natürlich auch die
Impfung dabei. Die nächste, also es ist nochmal die Schluckimpfung gewesen für die Rotaviren oder gegen die Rotaviren. Und nochmal die Sechsfachimpfung. Und letztes Mal hat die Impfung so gut weggesteckt, dass wir nichts gemerkt haben. Sie wurde nicht wund, sie wurde nicht, hat kein Fieber bekommen und gar nichts. Also es war wirklich gar nichts. Dieses Mal dachte ich echt, wo soll das hinführen? Das kann doch nicht wahr sein. Sie wurde wund, sie hatte Fieber, sie hat nur geschrien. Also wir hatten an dem Tag sogar gevloggt. Den Blog kann ich euch auch nochmal verlinken. Die Kleine hat wirklich nur geschrien, nur geschrien. Sie wollte nicht an die Brust. Sie hatte richtig Schmerz. Das hat man richtig gemerkt. Also sie hatte richtig Schmerzschreien. Dann war sie eine Minute kurz an der Brust, hat aber dann die Brust wieder angeschrien. Wir wussten wirklich nicht mehr weiter. Wir haben sie dann getragen in der Trage. Dann war sie kurz ruhig. Dann war sie aber wieder nur am Schreien. Also es hat wirklich nichts gebracht. Bis in die Nacht hinein. Und am nächsten Morgen war wirklich alles wie weggeblasen. Also. Die Impfung hat es wirklich in sich gehabt, die hat sie nicht so gut weggesteckt. Ja, aber sonst war die O4 auch wieder richtig gut. Die Kleine hat alles überstanden, was sie überstehen sollte. Und was mir jetzt auch vor, auch schon einer Woche, glaube ich, aufgefallen ist, dass sie jetzt anfängt zu lachen mit so richtig Geräuschen. Also sie kichert jetzt richtig schon, sage ich mal. Also nicht mehr nur dieses Grinsen, sondern schon richtiges Kichern. Und als ich das erste Mal so mitbekommen habe, war das so richtig toll, weil sie einfach auch, ja, das zeigt nochmal richtig, dass sie richtig Spaß dran hat und sie es richtig gefällt. Klar, wenn man angelacht wird, ist sowieso das Tollste, weil man einfach weiß, sie ist glücklich. So, und das war es eigentlich auch zum Baby-Update. Das hat sich so die letzte Zeit entwickelt. Ersten Zahn habe ich ja bereits erwähnt. Ja. Und sie möchte immer stehen, Leute. Sie möchte immer, immer und überall möchte sie stehen. Ne? Immer und überall möchtest du stehen und tanzen. Stehen und tanzen. So, mein Lieben, ich hoffe, euch hat dieses kleine Baby-Update gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Babys so die letzten Wochen gelernt haben. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video immer wieder ein bisschen gefallen. Ein bisschen hier mit Babybegleitung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!